Hallo, ich bin die Christina und ich zeige euch heute, wie man Osterlämmer backt. Wir brauchen eine Rührschüssel und ein Rührgerät. Als erstes wird die Butter glatt gerührt. Dazu ist es sehr praktisch, wenn die Butter ein bisschen weich ist, also rechtzeitig aus dem Kühlschrank rausnehmen. Dann kommt der Zucker dazu. Schön mit der Butter verrühren. Jetzt kommen die Eier. Am besten einzeln einrühren. Jetzt kann man noch eine Prise Salz und den Vanillezucker dazugeben. Und als letztes kommt das Mehl zusammen mit dem Backpulver. Hier kann man das Backpulver direkt ins Mehl geben. Ein bisschen unterheben. Und dann vielleicht nicht alles auf einmal, sonst staubt so. In 2 oder 3 Portionen das Mehl einrühren. Wenn euch der Teig ein bisschen zu dick vorkommt, das hängt manchmal von der Größe der Eier ab, gebt einfach einen Schuss Milch dazu. So, der Teig ist schon fertig. Wenn ihr eine beschichtete Form fürs Lamm habt, reicht es, wenn sie einfach ausgebuttert ist. Ein bisschen schwierig ist es, den Teig in den Kopf zu bekommen. Hier einfach ein bisschen nachhelfen, dass der Teig auch reinläuft. Ach ja, und ganz wichtig, probieren, ob es auch schmeckt. Jetzt kann man hier die Form ein bisschen schütteln, damit alles gut im Kopf ankommt. Und dann einfach noch darauf achten, dass das Lamm, der Teig gleichmäßig im Lamm verteilt ist. Sonst kann es nachher nicht stehen. So, und jetzt kommt es in den Ofen. Man kann die Lämmer natürlich auch in verschiedenen Geschmacksrichtungen machen. Eine Variante mit Mandeln und Rum. Dazu wird einfach die Hälfte des Mehls durch Mandeln ersetzt. Und statt der Milch kommt Rum in den Teig. Wenn man keine beschichtete Backform verwendet, dann empfiehlt es sich manchmal vorher, die Backform nicht nur mit Butter auszustreichen, sondern auch noch auszustreuen. Dafür verwendet man entweder Grieß oder Semmelbrösel, je nachdem, was man selber lieber mag.
Auch hier wieder gut darauf achten, dass der Teig in den Kopf rutscht. Sonst habt ihr nachher ein Lamm ohne Nase oder so. Ich mache sehr gerne auch ein schwarzes Schaf. Dazu kommt zusätzlich zum Mehl einfach noch Kakao in den Teig. Es schmeckt sehr lecker und sieht schön aus. Und auch der dunkle Teig wird wieder in die Lammform gefüllt. So, jetzt stellen wir die Lämmer in den Ofen. Der sollte gut vorgeheizt sein, Umluft auf 180 Grad. Es dauert ungefähr 45 Minuten, aber man muss es auf jeden Fall ausprobieren, ob es fertig ist. Nach ca. 45 Minuten sind die Lämmer fertig, aber man sollte vorher unbedingt ausprobieren, ob sie auch wirklich durchgebacken sind. Am besten geht das mit einer Stricknadel. Einfach an einer möglichst tiefen Stelle einstechen, am besten so auf Kopfhöhe, da kommt man am weitesten runter. Wenn kein Teig mehr kleben bleibt, sind die Lämmer fertig. Das Lamm mit dem ganz einfachen Teig wird jetzt ein paar Mal eingestochen. Dazu nehme ich wieder meine Stricknadel. Und in diese Löcher träufle ich dann Orangensaft. Dadurch wird der Teig besonders fruchtig. Das Lamm mit dem Teig aus Mandeln und Rum bestreue ich nachher mit Puderzucker. Dafür ist es am besten, das Lamm wirklich in die Hand zu nehmen, damit auch überall nachher ein weißes Kleid aus Puderzucker draufkommt. Wenn das Lamm dabei noch lauwarm ist, hält der Puderzucker besser fest. Das Lamm, das wir vorher mit Orangensaft getränkt haben, bekommt jetzt auch eine Puderzuckerglasur. Die habe ich mit Zitronensaft angerührt, dann wird es besonders fruchtig. Mein schwarzes Schaf bekommt einen Guss aus Schokolade. Das funktioniert am einfachsten, wenn man die geschmolzene Kuvertüre mit dem Löffel drüber träufelt. Wenn es ein bisschen ungleichmäßig wird, macht gar nichts, sieht dann aus wie Schafwolle.